Hallihallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Heute mit der brennenden Hurricane. Und ich möchte euch nochmal zeigen, wie OP die eigentlich auf Fernkampf ist. Habe ich auch gleich in meine Aktie getan. Die ist zwar geil, aber das sollte unter Umständen eigentlich nicht passieren. Ich wollte euch nur mal zeigen, dass man mit ihr auf Nahkampf wirklich drauf sprayen kann im Prinzip und dass man wirklich alles trifft. Ihr seht es ja schon hier selbst. Ich suche auch jetzt gleich einen neuen Raum. Ja. Nicht, weil ich jetzt geschaut oder so, nein. Aber ich möchte euch auch mal auf Nahkampf zeigen, deswegen würde ich mal sagen, wenn ich mal einen ordentlichen Raum finden würde, der auch schön spielt. Ja, The Bridge, die geht immer. So, ich würde gerne mal eure Meinung wissen zu dem Update oder so. Zum Beispiel, dass jetzt jeden Tag goldene Waffen verlost werden und so weiter und so weiter. Wenn ihr da mal was in die Comments reinhaut. So, und wir zocken jetzt eine Map, die bei mir ganz schön leckt. Boah, und so was schimpft sich CW-Map, ey. Oh mein Gott. Der zockt Orion. Boah, ey. Gibt's hier denn keine Karte mal, wo man endlich mal so auf... Hier, das zum Beispiel. Mann. So, ein mache ich jetzt noch hier mit der brennenden. 7 Minuten, sagt er, ne? Ja, das müsste passen. Nehme ich jetzt 7 Minuten mal auf. Lol, von wo? Von da hinten. Den holen wir uns jetzt mal ganz, ganz schnell mit Warpy. Und tot ist er. Der nächste. Boah, ey. Klar. Snack mir ruhig den Kill weg, du Egal, lasst uns weitermachen. Falls wir noch einen Gegner finden. Ja, ach, da ist der. Und einfach drauf sprayen und wieder gesteal kriegen. Läuft bei mir. Also ihr seht schon, die Waffe ist wirklich OP, weil wenn man so Pre-Fire mit der macht und sich auch nur ein bisschen Zeit lässt, trifft man einfach mal jeden Schuss. Und getrollt. Ah, Gegner! Okay, ich bin einfach... Baum! Ich sagte Baum! Okay, lasst mich durch. Baum. Ich bin ein Baum. Baum. Okay. Weiter geht's. Keine Armbrüste. Er hat Brüste gesagt. Lalala. So, irgendwo müssen ja hier die Gegner auch mal sein. Sonst ist ja das Let's Play ist langweilig, Mann. Nirgendwo sind hier mal so Gegner. Die einen... ballern! Oh Gott. Da waren ja Gegner, die mich abgeballert haben. Das Einzige, was ich kritisieren muss, ein bisschen ist, wenn man so spielt wie ich, so ein bisschen defensiv, dann ist das Magazin wirklich zu klein, dann muss man sich mal Nachladen reinhauen. Sonst ist die Waffe eigentlich... Nächster Gegner und ich bin tot. Egal, passt schon. Ansonsten ist die Waffe einfach nur richtig, richtig geil. Ich werde dann auch... Gegner, tot. Ansonsten werde ich die Waffe auch mal nach der Runde mal zeigen. Okay. La la la, wir laufen hier mal lang durch diesen schmalen Gang. Und gucken uns die Wände an. Und sprayen einfach mal drauf. Hey! Gegner. Oh, er wirft eine Nate. Okay. Immer noch. Stirb! Belgos, kommt er aus Belgien? Ist das so ein Ausländer, ey? Also, ich hab nichts gegen Ausländer. Aber, na, eigentlich kein, aber das war auch nur gerade ein Witz. Stirb! Okay, lauf! Okay. Los, ich bin ein Möbelstück, ich bin der Stuhl. Stuhl. Hier. Und, mit der ganz speziellen... Ich bin eine Lampe hier. Meine Lampe. So, ich würde sagen, langsam ist wieder die Luft rein und wir könnten rausgehen und uns mal auf den Ausländer stürzen. Wenn der hier irgendwo ist. Lol. What the fuck is that? Ach so, so ein Sprungteil. Okay, kann man nicht hier den Typen aufs Maul geben? Ja. Okay. Ah, der Ausländer! Ah!
Ausländer. Ich werde traumatisiert. Oh Mann, wer guckt sich dieses Video eigentlich freiwillig an, ey? Wenn jemand das zu mir sagen würde, dass ich diesen Scheiß, den ich hier gerade aufnehme, angucken müsste, würde ich Geld verlangen. Ehrlich, Leute. Ach ja, ich muss ja noch ein Thema anschneiden, was nicht ganz so scheiße ist, deswegen folgendes. Hattet ihr jemals das Gefühl, ungerecht benotet worden zu sein? Benachteiligt worden zu sein? Von euren Lehrern? Oder generell, ihr habt euch angestrengt, habt wirklich schöne Sachen gemacht, euer Partner, in der Gruppenarbeit gar nichts. Und ihr habt trotzdem die schlechte Note gekriegt? Ja, so ging's mir am Donnerstag. Also, wir mussten etwas zum Thema Zäune machen. Da haben ich und mein Freund so eine Art Schuhkarton gebastelt, so mit Zäunen. Und wir haben das halt so gemacht. Und er hatte übrigens auch, also es waren zwei Tage. Jedenfalls zwei Tage hatten wir dafür Zeit, also zwei, jeweils zweimal zwei Unterrichtsstunden. Am ersten Tag hatte er erstmal komplett seine Sachen vergessen, ja. Dann hatte ich die ganzen Ideen, wirklich alles, was wir machen wollten, hab... Lol, das ist ja ein Gegner! Schieß die Waffe auch nochmal! Troll ihn! Oh, gut. So, dann... Ja, dann habe ich mir wirklich Mühe gegeben mit den Ideen. Ich habe bei ein Drittel der Sachen, habe ich wirklich mitgemacht. So Zaun reingesteckt, dann wollte er einen Wachturm basteln. Also ich weiß nicht, was meine Deutschlehrerin da gemacht hat. Ob die sich da gerade eingeblasen hat oder ob die da gepennt hat während ihrer Arbeitszeit. Aber jedenfalls hat die das nicht gesehen. Dann, jetzt kommt's, na, dann war ich draußen Materialien holen, aua, und hab auch so ein bisschen, mal so bei den anderen gewesen, hab so ein bisschen Larifari gemacht, weil, wie gesagt, das mein Freund alleine machen wollte. Das sagt die zu mir, ich hätte ja nicht mitgearbeitet, na. Am Ende wird's dann benotet, mein Partner kriegt eine 4, es war wirklich nicht schön, das habe ich ja auch verstanden, und ich eine 5, eine 5. Also, ganz ehrlich, ach ja, und da ich so eine Sauklaue hatte, hat meine Lehrerin gesagt, ich soll die Deutschklassearbeit nochmal komplett neu abtippen. Und als ich 3¼ Seiten von 3½ Seiten hatte, ja, da ist mein Rechner abgekackt. Geil, ne? Gegner, lauf. Okay, Sicherheit. Kommt der nach? Ja! Tot. Wie Brot. Ach man. So, jetzt sind die Rollen vertauscht, mein Freund. Und tot bist du. Naja. Okay, lasst uns wieder auf den Ausländer gehen. Ausländerfeindlichkeit. Und noch viel, viel weiteres. Seht ihr dann, hoffe ich mal. Oh, das Megababy kommt herein. Wollen wir uns das doch gleich mal wegsnacken. Okay, passt auf. Wir holen ihn uns jetzt mit der Schnuller-Power. Nummer 1. Von hinten, richtig professionell. So, ich bin dann mal weg, Leute, ne? Ciao. Na, Ausländer und das Baby. Auf jeden Fall, du Lappen. Auf jeden Fall, mega. Wetten, der war irgendwie ein Klon-Tisch oder sowas. Naja. So, ich habe ja gesagt, ich muss ja nochmal die Waffe zeigen, so von den Stats her. Moment, hier ist sie. 37 Schaden, 97 Präzision, 22 Rückstoß, 82 Feuerrate und 170 Mager. Einfach eine richtig, richtig, richtig geile Waffe. Würde ich so mal sagen, wir reparieren sie nochmal. Und ich würde sagen, man sieht sich dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, haut rein.